Okay. Das hier ist das 2016er Halloween Special. Oh, mein Arm, es hat mich voll erwischt. Nein. Und zwar geht es in diesem Video um martialische Pflanzen. Und zwar geht es in diesem Video um fleischfressende Pflanzen, sogenannten Karnivoren. Und ich habe in diesem Video den Schwerpunkt auf die Pflege gelegt. Und ja, ich bin mir bewusst, dass es noch mehr fleischfressende Pflanzen als die Venusfliegenfalle ist. Aber ich mache das jetzt anhand dieser Art, weil es halt die bekannteste Art ist. Und jetzt geht's einfach mal los nach einem kleinen Clip, wo ich euch die Pflanze zeige. Ja, hier sieht man die Venusfliegenfalle. Die Venusfliegenfalle ist eine kleine, rosettenbildende Pflanze mit Fallenblättern, so Mäulern, die sich bereits zum Schließen können und so das Insekt, also eine Fliege, einfangen können. Und in meinem Fall habe ich eine Pflanze bekommen mit ganz, ganz vielen Rosetten. Die konnte man super gut teilen. Da sind ganz, ganz viele Pflanzen da. Und ja, das Insekt, wenn das jetzt mit so einem Maul gefangen wird, wird auch mittels Enzym verdaut und die Nährstoffe werden von der Pflanze aufgenommen. Und die Herkunft, ja, der Venusfliegenfallen ist halt Carolina aus den USA und sie ist halt in den Sümpfen zu Hause und so ist halt auch ganz maßgeblich die Physiologie der Pflanze. Die Venusfliegenfalle kommt aus den Sümpfen Carolinas aus den USA also. Und ich habe euch hier mal eine Karte rausgesucht, damit ihr so einen Einblick habt, wo denn diese Sümpfe sind. Und weil die Venusfliegenfalle eben aus den Sümpfen kommt, braucht sie einen ganz spezifischen Standard und dementsprechend ist auch die Pflege auch so ein bisschen tricky. Wobei ich sagen muss, dass die Sache mit den Lichtverhältnissen noch die einfachste ist. Denn von den Lichtverhältnissen muss es möglichst hell sein. Das heißt, die Pflanze braucht einfach super viel Licht und sie kann auch pralle Sonne abhaben, aber nicht den ganzen Tag, sondern nur ein paar Stunden. Und da empfehle ich euch einfach einen Westseitenfenster oder ein Ostseitenfenster. Und dann ist es einfach der optimale Standard für die Venusfliegenfalle. Schwieriger wird es schon bei der Temperatur. Die Venusfliegenfalle verträgt zwar sehr gut Zimmertemperatur und kann auch im Sommer rausgestellt werden, solange es halt da nicht zu sonnig ist, aber was tricky ist bei der Venusfliegenfalle, ist diese Ruhephase, die sie hat. Und zwar muss die Pflanze von Oktober an bei 5 bis 10 Grad Celsius stehen, damit sie eben dieses Ruhebedürfnis befriedigt und dann auch im neuen Frühjahr weiter wachsen kann. Ansonsten funktioniert es bei der Venusfliegenfalle nicht. Jetzt wird's schon heikel, reden wir mal über Luftfeuchtigkeit. Das ist auch bei der Venusfliegenfalle ein großes Thema. Wie schon gesagt, kommt die Venusfliegenfalle aus den Sümpfen Carolinas. Und da ist es halt einfach luftfeucht und diese Bedingungen möchte sie auch gerne hier in unserer Wohnung haben. Das heißt, sie fühlt sich überhaupt nicht wohl über eine Heizung mit trockener Heizungsluft. Des Weiteren gefällt der Venusfliegenfalle keine direkte Luftfeuchtigkeit. Also sie mag es überhaupt nicht, wenn man sie öfters besprüht. Sie möchte eigentlich eine indirekte Luftfeuchtigkeit haben mit Verdunstungsquellen in der Nähe. Aber was heißt das im Umkehrschluss? Es ist optimal, wenn man die Venusfliegenfalle in ein Terrarium oder Paludarium pflanzt. Da habe ich euch hier mal ein Bild rausgesucht, das könnt ihr euch anschauen. Und zwar hat die Venusfliegenfalle optimale Bedingungen in einem solchen Terrarium. Da hat sie indirekte Luftfeuchtigkeit, Verdunstungsquellen und kann eigentlich optimal wachsen. Das Gießen der Venusfliegenfalle ist ebenso heikel. Zwar nicht die Wassermenge, sondern die Wasserqualität. Die Pflanzen kommen, wie schon gesagt, aus den Sümpfen und brauchen dementsprechend sehr viel Wasser. In der Ruhephase ab Oktober sollte man sie jedoch nur spärlich gießen. Und jetzt kommen wir mal zur Wasserqualität. Die Pflanzen sind äußerst kalkempfindlich und da reichen schon geringste Mengen Kalk aus, um die Venusfliegenfalle zu schädigen. Und ich empfehle euch einfach, die Pflanze mit Regenwasser, Mineralwasser oder destilliertem Wasser zu gießen. Alles andere könnte schon wieder kleinste Spuren von Kalk enthalten und die Pflanze schädigen. Dann reden wir mal über das Düngen. Und zwar kommen die Venusfliegenfallen, wie ich jetzt schon öfters gesagt habe, aus dem Sumpf und da gibt es nicht so viele Nährstoffe, dementsprechend brauchen die auch nicht so viele Nährstoffe.
Dementsprechend müssen die Venusfliegenfallen während der Vegetationsperiode alle 2 Wochen minimal gedüngt werden. Auch ist ein Füttern dieser Pflanzen nicht wirklich erforderlich, gibt ihnen jedoch einen erheblichen Wachstumsschub. Jetzt kann es sein, dass eure Venusfliegenfallen gut wachsen. Das heißt, ihr müsst sie alle 2 Jahre dann auch umtopfen. Und da orientiert man sich maßgeblich mal wieder am Sumpf. Im Sumpf, da haben wir einfach saure Bedingungen und so muss auch das neue Substrat sein. Und da empfehle ich euch ganz klar eine Mischung aus ungedüngtem Weißtorf mit Sand gemischt. Diese Erdmischung oder auch Substrat genannt, ist eben auch sauer und gefällt somit den Venusfliegenfallen sehr gut. Das waren letztendlich die Punkte zur Pflege der Venusfliegenfalle. Aber es gibt noch einen weiteren Punkt zur Pflege. Und zwar geht es um diesen Schnappmechanismus. Dieser Schnappmechanismus, wenn die Pflanze also diese Fangblätter zumacht, ist eine der schnellsten Reaktionen im Pflanzenreich. Und zwar kann die Venusfliegenfalle diese Fangblätter innerhalb von 100 Millisekunden zumachen. Und da schaut natürlich die Mimose ziemlich alt aus. Auf jeden Fall, das ist eigentlich ein biochemischer Prozess, der auch erschlafen kann. Und die Venusfliegenfalle kann diese Blätter, diese Fangblätter, nur 7-mal zumachen und dann sind letztendlich diese Fangblätter nutzlos. Das heißt natürlich im Klartext, spielt mit diesen Fangblättern nicht, weil sonst geht es der Pflanze nicht so gut. Sie stirbt halt mehr oder weniger ab. Also spielt nicht mit ihr. Das ist letztendlich die weitere Pflege der Venusfliegenfalle. Ja, und letztendlich ist das die Pflege der Venusfliegenfalle. Und das war's hiermit schon mit dem Halloween Special 2016. Danke fürs Zuschauen! Wie immer findet ihr hier die letzten beiden Videos, da könnt ihr draufklicken und dann kommt ihr zum jeweiligen Video und das könnt ihr euch natürlich auch gerne noch anschauen. Nochmals danke fürs Zuschauen, wir sehen uns nächste Woche. Habt's bis dahin eine wunderschöne Halloween-Zeit. Bis dahin, tschaußen!